Ich sehe das so, dass diese ganzen Lehrkräfte dieses tote Pferd auf ihren Schultern tragen, zu ihren Lasten, aber dieses Pferd wird halt nicht wieder auferstehen. Das bräuchte mal ein neues, weil tot ist tot. Und da wird den Kindern einfach nicht gerecht. Das hat sich alles gewandelt und mit diesem ganzen Notensystem alleine schon so. Also da kann ich als Lehrerin auch noch so, ich sag mal, rebellisch sein und den Kindern zugewandt arbeiten. Am Ende des Tages gebe ich da trotzdem eine Note und muss die trotzdem miteinander vergleichen und trotzdem bewerten. Und das arbeitet ja so gegen alles, was auch wirklich fähige, pädagogisch wertvolle Lehrkräfte da leisten können. Ich freue mich sehr, dass heute Jana Spannagel bei mir zu Gast ist. Und Jana und ich, wir haben uns kennengelernt auf einem Event in Salzburg. Und sie hat sich folgendermaßen vorgestellt: Hi, ich bin Jana, ich bin die Matheflüsterin. Und das hat bei mir diverse Erinnerungen geweckt. Deswegen habe ich mir gedacht, dann lass uns doch mal in meinem Podcast Happy Crew Heroes sprechen. Und heute ist sie hier bei mir. Hallo Jana, grüß dich. Hi, ja, danke für die Einladung. Ich freue mich riesig. Sehr gerne. Und weil es so kurios ist, sollten wir das vielleicht auch mal ganz kurz thematisieren. Ich treffe dich in London. In deiner Wohnung ist falsch. In einer Wohnung. Was hat es damit auf sich? Ich finde das total witzig. Ich habe vor 4 Jahren, als ich mich selbstständig machen wollte, entschieden, dass ich das nicht kann, während ich eine Miete zahle, weil Ja. woher das Geld dafür nehmen? Weil meinen Job habe ich direkt mitgekündigt und bin als digitale Nomadin losgezogen und bin jetzt seit 4 Jahren knapp, also nächste Woche sind es 4 Jahre, ohne Wohnsitz unterwegs, überwiegend in Großbritannien und lebe in Haussitz. Das heißt, ich passe auf Katzen auf von Menschen, die im Urlaub sind. Muss man auch erstmal drauf kommen. Bist du da selber drauf gekommen oder gibt es da so eine Plattform? Es gibt eine Plattform, aber mich haben da Couchsurfer draufgebracht, die ich in Eastbourne, wo ich vorher gelebt habe, schon auch. Also ich bin vor 7 Jahren ausgewandert und da hatte ich ganz viele Couchsurfer in meinem Gästezimmer und ein paar von denen kannten dieses Konzept House-Sitting schon und haben mir davon erzählt. Das ist ja Und dann bin ich da auch großartig. draufgekommen. Ja, allein das ist ja eigentlich schon eine Podcast-Folge wert, weil da kannst du bestimmt Stories erzählen ohne Ende, oder? Ja. Ja, belassen wir es erstmal dabei. Wir reden heute über ja, dein Dasein als digitale Nomadin im Job der Matheflüsterin. Wie kam es denn dazu? Ja, gar nicht mal so geplant. Also ursprünglich habe ich Grundschullehramt studiert in Heidelberg an der Pädagogischen Hochschule und habe auch mein ganzes Studium über an der Grundschule gearbeitet, fand das ganz toll, mit den Kindern eben auch viel im 1:1 zu arbeiten, weil ich dann eben auch viel hinten drin war und ehrenamtlich mit war und ja, bin dann aber ins Schulsystem ja dann schlussendlich richtig eingestiegen und habe ganz schnell gemerkt, okay, hier kann ich null so mit den Kindern arbeiten, wie das richtig, also wie ich das für richtig halte, wie die Kinder es verdient haben, wie ich auch Mathe gelernt habe. Das hat da alles gar keinen Raum. Und ja, bin zusammengebrochen, weil ich es halt versucht habe, irgendwie weiter aufrechtzuerhalten. Also ich habe nicht direkt das Handtuch geworfen, sondern habe irgendwie versucht, für die Kinder durchzuhalten, was eine ziemlich doofe Idee war, weil dann das ging halt auf meine Psyche dann. Und ja, nach meinem Zusammenbruch habe ich gemerkt, okay, entweder ich breche jetzt 40 Jahre lang alle 2 Jahre zusammen und ziehe das irgendwie durch, aber das ist ja irgendwie auch kein Leben und ist auch kein Vorbild für die Kinder. Also das war so ein Punkt dann. Und ja, bin dann 2017 da ausgestiegen und ausgewandert und habe mich dann eben vor 4 Jahren selbstständig gemacht, erstmal im Bereich Persönlichkeitsentwicklung für Erwachsene. Das war so mein Einstieg in die Online-Business-Welt-Szene und war dann 2021 im Winter nach Zypern eingeladen, zu einer der Reisefamilien als Lernbegleiterin. So, die saßen alle im Lockdown und hier war auch Lockdown und ja, dann bin ich da hingegangen und da die ganzen Eltern, die haben schlussendlich mich dann inspiriert, doch online auch was mit Mathe zu machen, weil ich da einfach wieder so in mein Element gekommen bin. Die Kinder sind mit Mathe aufgeblüht, auch wenn sie vorher Mathe scheiße fanden. Und ja, und die haben mich da irgendwie motiviert und auch erstmal so auf die Idee gebracht, weil Mathe und Kinder und online habe ich vorher nicht zusammengekriegt. Und ja, und so ist 2021 auf Zypern tatsächlich die Matheflüsterin entstanden. Also das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist natürlich schon auch die Frage in Deutschland, wenn du Grundschullehrerin bist oder Lehrer an sich, dann bist du ja verbeamtet oder wirst verbeamtet. Eine sichere Sache, die du aufgegeben hast. Das hat in dem Moment keine Rolle gespielt, eine geringe Rolle gespielt.
Keine Rolle, tatsächlich. Also am Anfang natürlich, das war immer so, oh cool, ich werde Lehrerin, dann bin ich abgesichert, privat versichert und so weiter und so fort. Aber für mich hat es sich von Anfang an eher wie so ein goldener Käfig angefühlt, so nach dem Motto, ja, wir geben dir diese ganze Absicherung, aber dafür bist du unsere Marionette und darfst halt nicht mehr nach eigenem Willen handeln. So hat sich das für mich von Anfang an angefühlt und es hat eben ein bisschen gebraucht und den Zusammenbruch und auch einen Klinikaufenthalt, damit ich das verstanden habe. Ich war 25 damals, als ich da angefangen habe, eben mit verbeamtet sein. Da muss man ja erstmal hintersteigen irgendwie, aber das war es für mich. Und dann habe ich entschieden, dafür ist mir mein Leben zu wertvoll und dafür habe ich auch zu viel an die Kinder zu geben, als dass ich mich da jetzt irgendwie verbiegen lasse. Also da ist natürlich Gesundheit so das Allerwichtigste, was da erstmal im Vordergrund steht. Aber krass eigentlich auch, dass es immer erst ja sowas Schlimmes passieren muss wie ein Zusammenbruch mit Krankenhaus. Hast du vorher nicht schon irgendwie so Anzeichen gespürt? Oder wolltest du die nicht wahrhaben oder wahrnehmen? Ich habe sie nicht verstanden, sage ich ganz ehrlich. So mit Mitte 20 versteht man noch nicht so, man hat doch eigentlich alles erreicht. So, hey, ich war mit Mitte 20, ich war auch schon verheiratet, ich hatte eine große, schicke Wohnung. Ich hatte alles erreicht, was so die 10 Jahre davor so mein Ziel gewesen war und wo auch natürlich mein komplettes Umfeld gesagt hat, hey, cool, du bist mit 20 da, wo wir halt alle irgendwie hinwollen. Und dann erstmal zu begreifen, dass das ist, was dich nicht glücklich macht. Das war für mich zumindest eine sehr, sehr große Hürde. Aber dank der Klinik habe ich das hingekriegt und bin da sehr dankbar, dass es so früh passiert ist, weil dann so 20 Jahre später den Ausstieg zu schaffen ist, finde ich, deutlich schwerer. Und dass du dann auch ausgewandert bist, war das für dich klar, dass du dann auch komplett so einen Standortwechsel machen musst für dich, oder wie kam das dann? Das war tatsächlich auch eher Zufall. Also ich hatte während des Studiums schon, wenn Schulferien waren, hier in England auf einer Sprachreise gearbeitet als Betreuerin. Und nachdem ich ausgestiegen bin, in dem Sommer, habe ich da angerufen und gesagt, ich wäre wieder bereit, teilt mich mal ein Verfügbar. auf den Sprachreisen. Und war dann den Sommer 2017 wieder hier in Eastbourne. Und da habe ich mehr oder weniger aus dem Nichts ein Vollzeitjobangebot bekommen im Office in Eastbourne und habe dann gesagt, okay, ich werfe meine Pläne, die ich für Deutschland schon so grob gemacht hatte, über den Haufen und ich wandere mal aus. So. Und es war schon immer mein Traum, aber ein sehr unrealistischer Traum. Und in dem Moment, wo das Jobangebot kam, war der einfach da und ich habe ja gesagt und bin gesprungen. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Du hast vorher zu Beginn gesagt, dass dieses System, dass du damit nicht mehr klar geworden gekommen bist. Also was heißt das genau? Also müssen wir jetzt das ganze Schulsystem, da reden wir ja schon seit Jahren drüber, das müssen wir eigentlich einmal komplett umkrempeln, neu machen, was weiß ich. Da bist du ja nicht der Einzige, der das bewusst geworden ist, oder wie siehst du die Nee. Situation? Ja, also ich kenne aus der Klinik tatsächlich einen Spruch, der ganz gut passt. Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Und dieses Schulsystem ist einfach seit Jahren ein totes Pferd und wird aber von den Lehrkräften, die da drinnen halt weiter durchhalten. Und ich ziehe meinen Hut vor allen Lehrkräften, die da drin weiter aufrecht stehen oder mehr oder weniger aufrecht stehen. Aber ich sehe das so, dass diese ganzen Lehrkräfte dieses tote Pferd auf ihren Schultern tragen, zu ihren Lasten, aber dieses Pferd wird halt nicht wieder auferstehen. Es bräuchte mal ein neues, weil tot ist tot. Und da wird den Kindern einfach nicht gerecht. Es hat sich alles gewandelt und mit diesem ganzen Notensystem alleine schon so. Also da kann ich als Lehrerin auch noch so, ich sag mal, rebellisch sein und den Kindern zugewandt arbeiten. Am Ende des Tages gebe ich da trotzdem eine Note und muss sie trotzdem miteinander vergleichen und trotzdem bewerten. Und das arbeitet ja so gegen alles, was auch wirklich fähige, pädagogisch wertvolle Lehrkräfte da leisten können, weil es immer wieder clasht und die Kinder sind ja nicht doof, die merken das und werden da zurechtgebogen für ein System, was ich ihnen nicht wünsche. Also sie werden eingepfercht. Das ist ja so das, was wir auch sagen, beschnitten in dem, was sie eigentlich vielleicht leisten können. Und sie haben dann gar nicht die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Hast du das auch festgestellt? Ja, absolut. Also die werden, also dieses freie Denken, das, was Mathematik ja ausmacht, das, was ich in meinem Coaching und auch bei meinen mathestarken Eltern, mit denen ich ja arbeite, was ich da immer wieder, ja, sie ermutige, das aus den Kindern rauszukitzeln, den Kindern mal Zeit zu geben, überhaupt über einen logischen Sachverhalt nachzudenken. Da ist dafür gar kein Platz in der Schule. Das muss so zack, 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 zack gehen. Und wenn du es nicht sofort kapierst, dann musst du es halt auswendig lernen, weil sonst kommen wir nicht weiter, sonst verlieren wir dich. Und diese Auswendiglernerei ist ja schon furchtbar und hilft irgendwie niemandem weiter. Und da ist einfach gar kein Raum für dieses, ich denke selbstständig, ich denke mal um die Ecke, ich hinterfrage mal Dinge. Das schaffen vielleicht drei Schnellen in der Klasse, die halt
dann noch den Schritt weiterdenken, aber wo das von zu Hause halt gefördert wurde. Aber der Rest, der bleibt da auf der Strecke und dann ist ja immer so das Letzte, ja, bitte auswendig lernen, sonst schaffen wir das zeitlich nicht. Also ich muss ja auch sagen, ich war mit Mathe auf Kriegsfuß ewig lange. Und bei mir war es aber so, dass ich irgendwann mal ist so wie so ein Knoten geplatzt und ich habe auf einmal das ganze Thema verstanden. So, dann bin ich auf die nächstführende Schule gekommen, damals Fachoberschule. Und dann habe ich am Anfang noch mich ganz gut recht zurechtgefunden und dann habe ich immer mehr gemerkt, wie das Wasser steigt und wie ich dann nur noch versucht habe zu überleben. Spaß hatte ich da 0,0. Also so gar nicht. Ja, so geht es Das, leider ganz, ganz ja. vielen Kindern. Und man kann das aus ihnen rauskitzeln. Also ich habe ja so viele Coaching-Kinder auch schon gehabt. Ich habe vor 3 Jahren angefangen mit, oder vor 3,5 Jahren angefangen mit den Mittelstufenschülern, weil ich die Kleinen irgendwie noch nicht vor der Kamera gesehen habe. Und mittlerweile arbeite ich nur noch auch mit Kindern von Eltern bei mir im Kurs, weil ich sonst nicht, meine Warteliste war irgendwann ewig lang. Und ja, die Eltern, die halt zu mir kommen, wenn es leider auch schon zu spät ist, wenn die Kinder schon dicht gemacht haben, weil Mathe ist ja ein ganz, ganz viel Mindset-Sache. So, wenn die Kinder in der 2. Klasse beschließen, ich bin dafür zu blöd und ich bin dumm und logisch denken kann ich nicht, dann brauche ich in der 3. Klasse nicht anfangen, irgendwas zu erklären. Da muss ich den Kindern erstmal ihnen die Bühne geben, selber zu begreifen, dass das, was sie sich jetzt schon länger einreden, nicht stimmt. Vorher braucht man kein Mathe erklären, meiner Meinung nach. Das heißt also, die Kinder, die verlieren einfach die Motivation und den Spaß, die machen sich selber so eine dicke Mauer, dass sie die nicht mehr durchbrechen können, oder? Ja. Und es gibt dann manchmal so, also ich habe das, wie gesagt, mit Coaching-Kindern, bei manchen springt die Mauer auch immer wieder davor. Die haben manche Momente, wo sie mir eine halbe Stunde mir super alles rechnen, wo ich mir denke, warum genau sitzt du vor mir? Und dann geht echt ein Schalter um. Und das kann was sein, was ich sage auch. Das kann ein Wort sein, das kann eine Aufgabe sein, die irgendwas antriggert. Und von jetzt auf gleich können die nichts mehr. Und ich weiß ja, dass sie es können. Und ich baue dann auch immer Bilder mit den Kindern. Also ich arbeite halt auch viel Mindset und Persönlichkeitsentwicklung, aber eben auf Kinderebene, wo ich das sehr bildlich mache, damit sie es greifen können, wo ich sage, kann das sein, dass dir die Mauer gerade wieder in den Weg gesprungen ist? Und dann baue ich wirklich Bilder, dass die Kinder sich vorstellen, hey, ich stehe hier und das Wissen ist auf der anderen Seite der Mauer, es ist aber nicht weg. Und das liegt nicht daran, dass ich doof bin, sondern wenn da eine Mauer in den Weg springt, ja, dann komme ich halt nicht dran. Das ist ein Fakt. Und dann finden wir Lösungen, wie sie über die Mauer kommen oder durch die Mauer kommen. Und dann kommen sie wieder ran. Und das ist ja dann auch mein Ziel für die Schule. Wenn sie in der Klassenarbeit sitzen und die Mauer kommt, bin ich nicht da, um ihnen zu helfen. Und dann gebe ich ihnen dafür Strategien. Aber wie viel Zeit wir nutzen für diese Strategien, für diese Mindset-Arbeit, das ist bei den meisten Kindern tatsächlich mehr, als dass wir Mathe machen. Weil wenn diese Mauer erstmal weg ist, dann brauchen sie in Mathe keine Hilfe mehr, weil dann können sie das wieder selber. Also ich bin voll bei dir, ich verstehe, was du meinst und gleichzeitig denke ich mir aber auch, es gibt bestimmt ein paar Lehrer da draußen, die ähnlich denken wie du, aber warum können die das denn dann auch nicht so weitergeben oder so diese Mauer auch beseitigen oder ja, den Kindern helfen? Liegt es einfach daran, dass die Klassen zu groß sind, dass die Zeit nicht da ist oder woran liegt es denn? Ja, es ist die zeitliche Ressource und es ist auch, also ich kenne ja selber diesen Stress, wenn du im Schulsystem bist, wenn du, weiß ich, 28 Stunden bei einem vollen Deputat sind, glaube ich, 28 Stunden, wenn du die immer wieder vorbereitest, plus den ganzen Papierkram, plus Konferenzen, du bist ja selber so am Anschlag, dass irgendwann, also ich habe so wahrgenommen und ich kenne viele Freunde und Kollegen noch, denen es auch so geht, es ist einfach nur noch ein Überleben und da habe ich nicht mehr die geistige, emotionale Kapazität, um mich in 25 Kinder und deren Blockaden reinzudenken, weil ja auch jedes Kind, manche Kinder können mit der Mauer nichts anfangen. Da arbeite ich mit anderen Bildern. Aber ich habe sie im 1:1 und ich habe eine Stunde Zeit. Das ist was, was in der Schule unmöglich ist. Und ich habe mich ja selbst in der Schule erlebt. Da habe ich gestern erst eine Podcast-Folge in meinem Podcast aufgenommen zu, wo ich mochte mich selbst nicht mehr im Spiegel angucken, weil ich wusste es besser. Und trotzdem war ich so am Anschlag, dass ich dann Sachen gesagt habe, wo ich hinterher dachte, oder noch währenddessen ich sie gesagt habe, dachte ich, oh, das darf ich nicht sagen, das richtet gerade Schaden an. Aber man ist ja selber auch nur ein Mensch, leider. Wo und wie hilfst du? Oder anders gefragt, vielleicht sollten wir erstmal damit anfangen. Kann jeder Mathe? Könnte das jeder? Kann jeder damit klarkommen? Ich bin der Meinung, ja. Okay. Also es geht, es muss halt früh losgehen. Also das ist ja auch was. Also das ist mein Appell. Ich biete ja meinen Kurs an, am liebsten für Kindergarten- und Vorschuleltern, weil man da schon das Vorwissen aufbauen kann. Also das kommt auch aus der Neurobiologie. Das Gehirn ist
offen für diese logische Zusammenhänge, also logisches Denken, Zusammenhänge erkennen, so diese ganzen ersten Konstrukte, auf denen Ja. Mathematik dann später aufbaut, dafür ist das Entwicklungsfenster im Gehirn offen zwischen 3 und 6 Jahren. Und wenn das nicht genutzt wird, dann kommen die Kinder mit Ja. 6 in die Schule, wo das Fenster gerade wieder am Zugehen ist und es wird auf dem aufgebaut, was vorher nicht gemacht wurde. Und deswegen haben schon so viele in der ersten Klasse dann direkt Stress. Die können bis 20 zählen, wenn sie in die Schule kommen. Die können auch Ja. erste Sachen addieren, mit den Fingern rechnen. Das können sie alles. Aber wenn das Vorwissen und diese ganzen mathematischen Konzepte, die man super auch schon mit 3, 4, 5 einbauen kann, dann kommen sie spätestens, wenn es ans Rechnen geht und aller spätestens im Zahlenraum bis 20, wenn die Finger dann wegfallen, wenn es wirklich in den Kopf wandert, dann fehlt das Vorwissen und dann kann darauf logischerweise auch nicht aufgebaut werden. Und das ist schon der erste Knackpunkt. Und das Ja. fehlt in Kindergärten. Es gibt einen Orientierungsplan für Kindergärten, aber ich habe viele Erzieherinnen auch bei mir im Kurs, die sagen, ey, was du da sagst, macht voll Sinn. Ich habe es aber nie gelernt. Da kann man es ihnen auch nicht vorwerfen. Ja, Oder klar. Personalmangel in Kindergärten, wo mich auch viele Erzieher anschreiben und sagen, hey, ich weiß, dass ich das machen müsste, aber auch da die zeitliche Kapazität fehlt. Wir mussten das Vorschulprogramm streichen und dann sind die Kinder nicht vorbereitet. Den Eltern sagt es keiner, wenn sie mich nicht online finden oder so oder andere, die das machen. Also, es gibt da leider nicht so viele. Dann wissen die Eltern es ja auch nicht und dann laufen die Kinder halt auf in der Schule Ja. und zack, die Probleme schon ganz früh. Also ich sag mal, klar, bei dir ein Coaching zu buchen oder dein Online-Kurs, du hast ja auch einen Kurs, glaube ich, einen Online-Kurs, macht schon sehr viel Sinn. Gar keine Frage. Trotzdem können Eltern vielleicht jetzt auch schon, die zuhören und sagen, ja, mein Kind ist gerade so in dem Alter, können die schon irgendwas machen? Gibt es irgendwie so praktische Beispiele, bei denen man dem Kind helfen kann? Also es sind super, super viele Beispiele, aber ich nenne mal ein ganz konkretes, einfach um zu verstehen, wie man ein mathematisches Konzept schon mit einem 3-, 4-Jährigen machen kann. Konzept Tauschaufgabe. So, Tauschaufgaben gehen bei Plus, gehen aber nicht bei Minus. Ich kann 5 plus 3, kann ich umdrehen, 3 plus 5 rechnen, gar kein Thema. 5 minus 3 wird doof, wenn ich es umdrehe, funktioniert nicht. Und wo man das zum Beispiel super machen kann, und das ist ein bisschen abstrakt, aber wenn man sich damit mal beschäftigt, geht das ganz viel beim Anziehen. Wenn man jetzt beim Anziehen dreijähriges Kind so einen dicken Pulli, im Winter geht das am besten, einen dicken Pulli hinhält und das Unterhemd und sagt, was ziehen wir denn heute zuerst an? So, auf die Gefahr hin, dass das Kind erst den Pulli und dann das Unterhemd anziehen möchte, mach das mal, weil das Kind wird merken, dass das unbequem ist, dass das so nicht vorgesehen ist. Ja. Und dann hat man einen wunderbaren Gesprächsaufhänger, um zu sagen, okay, wann ist denn eine Reihenfolge wichtig und wann nicht? Und bei Unterhemd Pulli ganz klar, Unterhemd zuerst, sonst ist es unbequem. Und wenn man dann die Schuhe anzieht, kann man sagen, so, jetzt wissen wir ja, eine Reihenfolge ist wichtig, welchen Schuh müssen wir denn jetzt zuerst anziehen? Um da den Gedankengang anzuregen, bei den Schuhen ist es völlig egal. Okay, das heißt, es gibt Vorgänge, da ist das egal, wie rum, und Vorgänge, da ist das eben nicht egal. Und darauf kann man aber in der Schule, in der ersten Klasse aufbauen, wenn Tauschaufgaben kommen und die Kinder zum ersten Mal bei Minus versuchen, das umzudrehen. Zum Beispiel bei 13 minus 6. Ja. Da rechnen viele dann 16 minus 3, weil sie keinen Zehnerübergang dann haben. Okay, spannend. Und, aber die Konzepte, das ist Ja. so wertvoll, wenn die Kinder da mit 3 schon mal drüber nachgedacht haben. Das ist abseits von Mathe. Das hat offensichtlich mit Mathe nichts zu tun. Ja. Aber die Konzepte, die sind 1 zu 1 die gleichen wie in Mathe. Und davon gibt es Hunderte. Ja. Und das ist auch in meinem Online-Kurs tatsächlich so, da arbeite ich super viel mit diesen Alltagsbeispielen, auch schon für die Kleinen und auch für die Größeren. Die holen das dann nach. Und auch die 6-, 6-, 7-Jährigen Ja. stürzen sich auf diese Vorschulgeschichten, weil sie merken, das ist was, was ich noch brauche. Das ist was, was ich sofort greifen kann. Und dann wird Mathe bei den meisten automatisch besser, ohne dass man dann bei Ja. Mathe was macht, weil sich das ganze Puzzle, was vorher gefehlt hat, zusammensetzt. Das heißt aber auch, dass Kinder, die schon über 6 Jahre hinaus sind, zweite, dritte Klasse, die können immer noch, wie sage ich das am besten, ja, ein Verständnis dafür entwickeln oder fast schon Ja. eine Leidenschaft dafür entwickeln? Können Ja. Sie. Also habe ich eine schöne Geschichte kurz. Ich hatte Mama, Papa, also gesagt, der Kurs ist ja für Eltern und Sie setzen das dann um, einfach weil jedes Kind individuell denkt. Lernvideos für Kinder halte ich nicht viel von, zumindest bei den Kleinen nicht. Aber ich hatte Elternpaar von einem Drittklässler, die zu mir kamen und der auch schon komplett dicht gemacht hatte. Und dann habe ich dreimal mit ihm gearbeitet. Das ist ja dann dazu buchbar. Und im nächsten Live-Call, die ich ja auch anbiete im Kurs, kam dann der Papa und sagte, ich muss mich mal bei dir beschweren. Und ich so, oh Gott, was kommt jetzt? Und er so, ich muss mir jetzt morgens um 6 immer einen Wecker stellen. Mein Kind will eine Stunde rechnen vor der Schule. Ich Das gibt's so, nicht.
Okay, und der war vor, und, das, und sie haben, die ganze Familie hat das nicht für möglich gehalten, weil der vorher halt wirklich Mathe total doof fand, sich das nicht mehr zugetraut hat. Und man kann da schon sehr viel, sehr schnell auch machen, aber das kostet halt diese Mindset-Arbeit und je nachdem, wie weit es fortgeschritten ist, ganz klar. Wie ist dann so deine Vorgehensweise? Du schaust dir jetzt wahrscheinlich nicht die Noten an, sondern du machst es auf eine ganz andere Art, oder? Wenn ich die Kinder bekomme, also ich bekomme ja nicht alle Kinder, aber die Noten interessieren mich tatsächlich gar nicht. Also und ich mache den Kurs auch nicht für bessere Noten. Die kommen mit der Zeit automatisch und natürlich freue ich mich, wenn sie eine gute Note haben. Ich mache es für die Kinder und deren Kopf. Nee, ich arbeite auch wenig mit Schulbüchern. Also ich, die Kinder kommen erstmal in den Call und meistens frage ich sie, wie findest du in Mathe? Kannst du bei mir ganz ehrlich sagen? Ich arbeite ja nicht mehr in der Schule, darfst du mir ganz ehrlich sagen? Und dann sind sie schon mal skeptisch. Ich erzähle ihnen auch meine Geschichte, wie ich ausgestiegen bin, warum ich ausgestiegen bin, dass ich jetzt hier in England auf Reisen bin, auch so, weil ich da als Vorbild halt vorangehen möchte und sage, hey, du kannst deine Träume leben, du musst nicht irgendwo drin bleiben. Und dann sind sie auf jeden Fall schon mal neugierig, dann ist so der erste Damm gebrochen. Und dann frage ich sie, okay, wenn du Mathe jetzt doof findest, war das immer so? Und das ist eine ganz spannende Frage, weil da sagen alle, nee, das war nicht immer so. Und wenn ich dann frage, wann hat das denn angefangen, dann erste, zweite Klasse bei den meisten und dann frage ich noch, welches Thema, da brauchen sie manchmal ein bisschen Hilfe, aber wir kommen drauf, bei vielen ist es das Hunderterfeld oder das Einmaleins, also so diese zwei Knackpunkte oder noch in der ersten Klasse, wenn die Finger verboten werden und sie da halt ins Schwimmen gekommen sind und nicht gescheit begleitet wurden, das sind so die drei Hauptknackpunkte und dann steigen wir da ein und dann zeige ich ihnen mal, dass sie es auf jeden Fall können. Und bring halt auch so diese Verbindung, okay, du mochtest das mal, das heißt, du warst auch mal gut da drin, was ist denn passiert? Dein Kopf hat das ja nicht alles gelöscht. Und bring sie so quasi selber in diese Beweisführung, okay, es lag gar nicht an mir und es liegt auch nicht an meinem Kopf und ich bin auch nicht so doof. Da ist nur drumherum ganz viel passiert. Und dann haben wir so den Einstieg sozusagen und dann ist meine Methode auch, ich erkläre so gut wie nie, sondern ich leite sie durch Themen durch. Und das ist egal, ob das alte oder neuen Themen sind. Je kleinschrittiger man sie leitet, desto besser können sie ja antworten. Und wenn man dann am Ende sagt, du, ich habe dir das gar nicht erklärt, ich habe ja nur Fragen gestellt, dann gucken sie mich mit großen Augen an und merken das ja aber. Also das können sie schon greifen und sagen, hä, aber ich konnte das ja gar nicht. Sag ich, aber dann hättest du es mir ja gerade nicht beantworten können. Und dann leuchten die Augen auf einmal. Und das ist eben auch das, was ich den Eltern beibringe. Weil je mehr Hintergrundwissen zu den Themen man hat und je mehr Hintergrundwissen man hat, wie lernt ein Kind eigentlich, wie kleinschrittig läuft das eigentlich in so einem Kinderkopf ab, desto besser kann man diese Fragen stellen und die Kinder halt auch auf diesem Wege begleiten. Und das pusht das Selbstbewusstsein. Und das ist das, worum es mir geht. Das ist tatsächlich so dieses klassische Coaching, also zum einen Frage stellen, dann Ressourcen anzapfen und zu sagen, hey, was lief denn in einer ähnlichen Situation schon mal ganz gut und das dann eben nach vorne zu holen. Und das, Genau. ja, das funktioniert mit Kindern, ne? Glaubt man oft gar nicht. Nee, funktioniert hervorragend mit Kindern. Also mit Erwachsenen auch, aber mit Ja, klar. Kindern tatsächlich, wie gesagt, ich arbeite sehr bildlich, aber auch die Bilder gebe ich auch im Kurs und in den Live-Calls, auch da immer wieder aktuell in den Live-Calls. Ich schreibe immer mit, was ich im Coaching mir neu an Bildern ausgedacht habe, weil so jetzt hier könnte ich mir solche Bilder nicht ausdenken. Dafür brauche ich ein Kind mit einem Problem vor mir und dann sprudelt mein Kopf los und das schreibe ich alles auf und gebe das dann auch immer alles weiter und dann können die Eltern bei ihren Kindern gucken, welche Bilder passen und welche nicht und viele fangen auch selber an, vor Ideen zu sprudeln und sagen, oh, ich brauchte nur so diesen Anstoß und jetzt fallen mir selber immer genug Sachen ein, die ich nutzen kann. Coaching funktioniert ja immer auf verschiedenen Ebenen. Wie ist es denn auch mit der emotionalen Ebene? Also ich kann mir vorstellen, dass dieses Problem, das die Kinder haben mit dem Thema Mathe, dass sich das auch irgendwie so auch körperlich und emotional niederschlägt. Was sind da so die Fälle? Was kann da passieren oder was passiert da häufig? Also körperlich hatte ich jetzt bisher, oder ich meine, klar, so Bauchschmerzen vor der Schule, Genau, sowas Kopfschmerzen meine ich ja. weiter. Das wird natürlich auch besser mit der Zeit dann. Damit habe ich weniger Berührungspunkte, aber dieses Emotionale, weil sich natürlich auch so Hausaufgaben hochkochen, so da kommen die Eltern dann mit zu mir in die Live-Calls und sagen halt so, hey, mein Kind verweigert, mein Kind will das alles nicht oder wir streiten uns immer. Und da gebe ich dann natürlich auch in den Live-Calls sehr individuelle Tipps und gucke halt, okay, was sind die Interessen der Kinder, wie könnte man das einbauen, wo sind auch die Eltern getriggert. Da haben wir auch bei Eltern schon viele Glaubenssätze gefunden, die sie selbst noch aus ihrer Schulzeit mit sich rumschleppen, so ich will meinem Kind doch aber die besten Chancen geben, mein Kind muss doch aber und eigentlich finde ich es doof und sie arbeiten da so gegen sich selber. Da mache ich auch sehr viel Glaubenssatzarbeit mit den Eltern, die bei mir sind, weil
Und dann sagen, da haben mir auch schon sehr viele die Rückmeldung gegeben, so, oh krass, ich musste erstmal bei mir aufräumen und jetzt hat sich die Situation automatisch entspannt zu Hause, obwohl ich bei meinem Kind noch gar nicht viel gemacht habe. Aber sie leben halt auch unterbewusst sehr, sehr viel vor. Und das heißt, das ist so ein quasi so ein Coaching. Deswegen heißt der Kurs, der heißt Mathe starke Eltern, Mathe starke Kinder. Ich mache erstmal die Eltern Mathe stark und Mindset stark und dann können sie das an ihre Kinder weitergeben. Also es ist nicht einfach nur was, was man so macht. Das dauert schon ein bisschen, ne? Das braucht auch seine Zeit. Genau, genau. Ja, finde ich sensationell. Aber was mir auch immer wieder auffällt, ist, wir alle, so die in der Schule ganz normal groß geworden sind und in diesem System waren, ich glaube, wir müssen auch dieses Umdenken lernen. Das ist aber eben auch genau dein Ansatz, erstmal die Eltern fit zu machen, ne? Genau. Wie war das bei dir? Also, wie hast du dieses Umdenken geschafft? Einfach durch das, was du selber natürlich erfahren hast, was du zu Beginn erzählt hast, aber du hast natürlich, glaube ich, auch viel bei den Kindern gesehen, oder? In der Schule kann ich mir vorstellen. Ja, also ich habe A sehr viel, also ich habe mit 14 angefangen, mit Kindern zu arbeiten. Das heißt, auch diese ganze prägende Zeit bei mir, wo ich ja selber noch in der Schule war, habe ich schon 5 Jahre lang ehrenamtlich in Kindergärten gearbeitet in meinen Schulferien. Das heißt, ich habe immer, und ich hatte 11 Babysitterfamilien oder insgesamt 18, das heißt, ich hatte immer sehr, sehr viel mit Kindern zu tun, auch während des Studiums. Und ich glaube, wo das so am wertvollsten war, also A, mein Didaktikstudium, weil ich sehr, sehr fähige Dozenten hatte, die auch die Kinder im Fokus hatten und nicht das Schulsystem. Also da konnte ich schon sehr, sehr viel aufgreifen, wie lernt ein Kind und was braucht ein Kind, um zu lernen. Und dann hatte ich aber eben auch diese 6 Jahre an meiner alten Grundschule, wo ich Vertretungslehrerin war, aber wenn halt keine Vertretungsstunde gebraucht wurde, war ich halt auch da ehrenamtlich mit in den Klassen und saß hinten drin, bin mit rumgegangen, konnte mir Kinder mal einzeln ziehen. Das heißt, da hatte ich 6 Jahre lang Zeit, um eben auch mit Kindern im 1:1 zu arbeiten, wo ich gemerkt habe, die brauchen gerade ein bisschen mehr, die brauchen gerade ein offenes Ohr und die haben gerade was auf der Seele und keiner hat Zeit irgendwie. Und dann habe ich mir das angehört und habe halt da immer wieder auch beobachtet und gesehen, okay, wenn sie. Gestern konnten sie Mathe super und heute klappt es gar nicht. Und dann ziehe ich die mir aber und dann ist halt gestern Abend irgendein Streit zu Hause gewesen oder sie müssen nachmittags zum Zahnarzt oder sind halt mit dem Kopf irgendwo anders unterwegs und irgendwer hat was Blödes gesagt, irgendwer hat gelacht. So, die sind noch so empfindlicher. Und ich meine, wir alle, aber wir hörten irgendwann ab, aber die Kleinen sind das ja noch nicht. Und da habe ich einfach so viel, ja, Zusammenhänge lernen und sehen dürfen. Und das hat mich natürlich da sehr sensibilisiert. Und jetzt, seit ich online arbeite, ich lerne auch immer noch dazu. Ich erwische mich auch immer noch mal so bei blöden Sprüchen, die man halt so bringt. Und mittlerweile, ich entschuldige mich direkt. Ich sage das ganz offen und sage, oh nee, der Spruch war blöd, den löschen wir bitte. Ich formuliere es noch mal neu, um den Kindern auch vorzuleben, hey, man darf mal was Falsches sagen. So, das ist Umlernen sozusagen. Das lebe ich ihnen dann aktiv vor. Aber mittlerweile klappt das schon ganz gut, so mit der ganzen Übung. So schade es ist, ich glaube nicht, wenn du jetzt aufstehst und sagst, wir müssen jetzt das System ändern, wird was passieren. Aber was müsste denn in deiner Idealvorstellung passieren, dass wir unseren Kindern da mehr helfen können? Also ich meine, ein Ding in Deutschland, was helfen würde, wäre, wenn die endlich mal Homeschooling erlauben würden, weil ich so, so viele Familien kenne, die das gerne zu Hause machen würden. Und man ja auch in anderen Ländern sieht, dass das einfach so viel besser funktioniert. Das würde dieses ganze System ja schon mal massiv entlasten. Und das wäre was, was man ganz einfach einführen könnte, meiner Meinung nach. Und ansonsten finde ich das Konzept von freien Schulen schon sehr schön, wenn es von Anfang an passiert. Manche Montessori-Schulen arbeiten ja auch so, weil die einfach schon verstanden haben, nicht jedes Kind begeistert sich jetzt zu dem Zeitpunkt für Thema X, sondern manche Kinder haben halt mal so eine Mathe-Phase, mal so eine Deutsch-Phase und dass sie einfach sich dann, wenn es sie gerade interessiert, sich frei entfalten können, das auf der einen Seite und zum anderen, das Leben findet nicht in Fächern statt, sondern in Themen oder ja, Interessen. Und wenn man da halt mal ein Interesse verfolgt, dann weiß ich nicht, ob das jetzt Thema Umwelt ist, Thema Weltall, Thema Zirkus. Auch beim Thema Zirkus muss ich berechnen, wie viel Material ich von irgendetwas brauche. Ich wollte gerade sagen, Futter unterstütze ich natürlich nicht, aber ne, oder wie viel man von irgendwas braucht, wie viel Gage da bezahlt wird oder wie viel. Also auch da steckt ganz viel Mathe drin. Ich muss die Plakate schreiben, das ist Deutsch und Kunst. Ich muss das Zelt aufbauen, das ist Physik. Also da ist ja auch so, so viel. Und das passiert ja an freien Schulen, die arbeiten ja eher so in Projekten. Und da einfach so weltnäher wäre ja schon mal gut. Oder einfach weltnah, lebensnah aus der Lebenswelt der Kinder, wirklich was sie dann auch Realitätsnah. später übertragen können. Realitätsnah, ja.
Das wäre schon mal eine ganz, ganz große Hilfe, aber dafür sind die Schulen nicht ausgelegt und das ganze System und Noten so sowieso nicht. Und am besten auch altersübergreifend, weil Kinder können voneinander viel besser lernen als von Erwachsenen. Stimmt, also merke ich bei meinem eigenen Sohn, der lernt lieber von anderen, als wenn Papa sagt, mach jetzt das mal. Das ist ja Ja. oft auch schon aus Trotz auch einfach, ja. Ja, also ja. Spannend. Wow, ich finde das großartig, was du da angetrieben hast. Und es wäre natürlich schön, wenn da ganz viele noch nachfolgen würden. Wird das klappen? Was denkst du? Oder bist du da schon sehr exotisch unterwegs? Also ich glaube, mit dem, was ich mache, also es gibt ja unglaublich viel Nachhilfe, wo dann aber einfach das Mathe-Thema wieder reingeprügelt wird und Ja, dieses richtig, ja. ganze Mindset-Arbeit da so ein bisschen hinten runterfällt. Es gibt es für andere Fächer, also für ein, zwei Fächer kenne ich das. Ob es das jetzt so in der Form gibt, also halt auch diesen Fokus in den Live-Calls, den ich ja auf die Persönlichkeitsentwicklung und Mindset und Glaubenssätze lege, weiß ich nicht. Aber es wäre schön, wenn es mehr davon gäbe, ja. Also, es gibt natürlich ganz viel Content auch von deiner Seite. Hau ruhig mal ganz kurz raus. Du hast einen Podcast, eine Seite. Wo findet man dich? Genau, also die Matheflüsterin.net ist meine Webseite oder auch die Matheflüsterin bei TikTok und Instagram. Mein Podcast heißt Zwischen Mathe, Logik und Mindset. Okay. Oder auch die Matheflüsterin. Ich glaube, man findet mich unter beidem bei den Ja. ganzen Podcast-Plattformen oder auch über meine Webseite, da ist er verlinkt. Und der Online-Kurs, der ist aktuell geschlossen. Der hat immer nur manchmal auf, wenn wir gemeinsam starten, aber es gibt einen Probemonat. Der ist Okay. immer, der startet immer in regelmäßigen Abständen. Den findet man auch über die Webseite, über meinen Linktree. Und darüber kann man sich erstmal angucken, wie das alles abläuft. Man ist mal bei einem Live-Call dabei und kriegt dann nach dem Probemonat die Möglichkeit oder die Infos, wie es weitergeht. Toll, großartig, dass du schon so vielen Kindern geholfen hast und dass da noch ganz viele dazukommen. Und schön wäre es natürlich, wenn das die Stellen hören, wo es ankommen soll, die vielleicht mal das System auf den Kopf stellen oder komplett neu aufsetzen. Das wäre, glaube ich, für alle hilfreich. Absolut, ja. Jana, danke dir für deine Zeit und alles Gute weiterhin. Dankeschön.